Servus und willkommen zu einem neuen Projekt. Ich hatte ja schon vor einigen Tagen ein kleines Teaser-Video hochgeladen. Auf jeden Fall ein unkommentiertes, eine unkommentierte Runde Hearthstone. Und jetzt werde ich die Reihe offiziell starten. Also auch kommentiert. Und auch mal für diejenigen Leute, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ein bisschen was erklären, wie das Spiel funktioniert, was das eigentlich ist, was man hier alles machen kann, was es für Funktionen gibt. Das Tutorial kann man leider nur ein einziges Mal spielen, wenn man quasi das Spiel das erste Mal startet mit seinem Account. Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, aber wir werden jetzt einfach mal quasi so starten, wie wir kurz nach dem Tutorial starten. Und zwar gibt es in Hearthstone, das ist ja angelehnt an World of Warcraft bzw. an das Warcraft-Universum an sich, verschiedene Klassen. Gehen wir hier mal in die Basis-Decks. Und zwar, man startet mit Magier. Wo haben wir ihn denn? Hier unten. Und man muss sich quasi die anderen Charaktere freispielen. Das heißt, wenn man mit Magier zum Beispiel gegen einen Priester gewinnt, einmal gegen den Computergegner-Priester, dann schaltet man quasi den Priester frei und das halt mit allen anderen Klassen auch. Das habe ich inzwischen schon gemacht. Ich spiele das Spiel jetzt schon ein paar Tage und habe auch schon ein bisschen gelevelt. Das kann ich euch auch zeigen. Das sieht man hier einmal im Questlog. Mit Magier bin ich schon Stufe 24. Schamanen habe ich schon ein bisschen ausprobiert, ist Stufe 2 etc. Könnt ihr euch mal durchgucken. Hexenmeister habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Ansonsten den Priester so als zweiten aktiven. Die Quest hier unten, das werde ich dann später mal erklären. Das ist egal. Man kriegt auf jeden Fall pro Tag immer ein paar Quests. Ein oder zwei Quests, je nachdem. Wie weit man halt schon fortgeschritten ist im Spiel, dass man auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Mal mit einer bestimmten Klasse ein Spiel gewinnen muss. Und dann gibt es halt so Bonusgold. Mit diesem Gold kann man sich im Shop, neben den Funktionen, dass man sich für Echtgeld quasi diese Booster-Packs kauft, kann man sich für 100 Gold jeweils eine Packung kaufen. Das geht dann hier bis zu 40 Packungen für knapp 45 Euro. Also man kann schon sehr, sehr viel Geld in dieses Spiel stecken. Das soll uns aber gerade erstmal nicht interessieren. Wie gesagt, man kriegt für die Quests Gold und mit diesem Gold kann man quasi im Shop sich Booster-Packs kaufen. So wie man das auch aus dem Laden kennt, wenn irgendwie mal einer Yu-Gi-Oh! Oder so gespielt hat oder, weiß ich nicht, Magic, da konnte man ja quasi an der Kasse im Spielwarenladen immer diese kleinen Päckchen kaufen. Pokémon gab es, glaube ich, auch, ne? Konnte man auch kaufen. Auf jeden Fall, da sind dann irgendwie immer ein paar Kärtchen drin. In dem Fall von Hearthstone sind es 5 Kärtchen. Und, es gibt irgendwie 1000 verschiedene Kärtchen. Ich würde sagen, ich quatsch auch gar nicht lang. Wir gehen direkt mal ins Spiel rein. Ich habe hier jetzt schon mal für meine zwei Hauptklassen eigene Decks erstellt. Das ist aber was, was wir dann später machen können. Ich würde sagen, ich habe, wo ich quasi mit Magier und Priester gespielt habe, gute Erfahrungen gegen Druiden gemacht. Und mit dem Druiden habe ich jetzt per se eigentlich noch gar nicht gespielt. 10 von 20 Basiskarten hat man quasi, wenn man den Charakter freigeschaltet hat. Das heißt, ich habe da auch noch absolut nicht gelevelt. Ihr seht das, Stufe 1. Und ich würde sagen, dass wir direkt mal mit einem Druiden anfangen, wo ich euch dann das Spiel mal erklären kann. Ich würde sagen, dass wir einmal spielen gegen, ja, man kann sich jetzt halt irgendwie eine Klasse aussuchen. Das ist eigentlich auch ziemlich egal. Was ist denn nicht allzu schwer? Druide, mal gucken. Ja, lass mal gegen Schamanen spielen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, ich werde jetzt einmal zum Erklären gegen den Computer spielen, dass ich euch alles wunderbar erklären kann. Wie das auch mit dem Levelaufstieg und sowas funktioniert. Genau. Hearthstone ist ein Kartenspiel. Der ein oder andere hat eventuell schon was darüber gesehen. Man hat hier halt verschiedene Karten. Ich werde das jetzt nachher nochmal erklären. Ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen was wegklicken. Das ist jetzt aktuell auch noch egal. Also man kann ein paar Karten von der Starthand quasi rauswerfen und sich dafür neue ziehen, wenn man mit der Auswahl nicht zufrieden ist. So, dann starten wir mal in quasi Runde 1. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit wir hier gegen den Computer haben, aber es dürften eigentlich die ursprünglichen 45 Sekunden sein. Wir haben verschiedene Karten. Ihr seht das hier, die haben hier oben immer so ein Kristall. Da steht einmal 1, einmal 5, einmal 3, einmal 1. Das sind quasi die Kosten von den Karten. Wir haben am Anfang einen Mana-Kristall. Das heißt, wir können jetzt nur Karten ausspielen, die einen Mana kosten. Wir kriegen jede Runde ein Mana-Kristall dazu. Und dieses Mana, was wir verbraucht haben, wird quasi in der nächsten Runde wieder komplett wiederhergestellt. Bei einigen Karten haben wir hier unten noch eine gelbe Zahl und eine rote Zahl. Die gelbe Zahl gibt an,
wie viel Schaden dieser Charakter machen kann, wenn sie angreift. Und quasi das Rote ist das Leben dieser Karte. Das heißt, wenn dieses Leben weg ist, dann ist der Charakter quasi tot und man kann nicht mehr mit ihm spielen. Und unser Charakter hat am Anfang 30 Leben und wenn die auf 0 sinken, haben wir auch verloren. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier zwei Karten. Einmal Klaue, verleiht eurem Helden plus 2 Angriff in diesem Zug und 2 Rüstung. Das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Damit könnten wir jetzt quasi einmal 2 Schaden auf den Gegner machen und hätten quasi noch ein Schild, der 2 Schaden weiterhin absorbiert, auch über diese Runde hinaus. Das heißt, wir hätten dann effektiv 32 Leben. Könnten wir benutzen, wir könnten aber natürlich auch die Elfenbogenschützin benutzen. Die hat zwar nur einen Angriff und ein Leben, allerdings hat die so einen Kampfschrei. Der Kampfschrei, der wird ausgelöst, wenn man die Karte ausspielt. Und bei dieser Elfenbogenschützin können wir quasi ein Ziel auswählen, womit auf das wir dann einen Schaden verursachen. Also Kampfschrei verursacht einen Schaden, das heißt, sobald wir diese Karte ausspielen, können wir ein Ziel auswählen, worauf dann diese Elfenbogenschützin einen Schaden quasi draufhaut. Ich wollte jetzt zwar eigentlich erst die Elfenbogenschützin spielen, aber die Klaue ist eigentlich auch ziemlich cool in der ersten Runde. Sehr mächtig. Dadurch kriegen wir jetzt quasi 2 Rüstung. Das heißt, der Gegner muss 2 Schaden mehr machen, um uns auf 0 zu bringen. Das heißt, wir haben jetzt effektiv 32 Leben und haben quasi 2 Angriff gewonnen für unseren Charakter. Das ist nicht mit jeder Klasse möglich. Das geht hauptsächlich eigentlich nur mit Klassen, die Waffen tragen können. In dem Fall ist das jetzt halt beim Druiden noch die Möglichkeit durch den Gestaltenwandel, was wir ja auch von WoW kennen, dass der halt diverse Boni bekommt. Und die Klauenkarte, die wir jetzt gerade benutzt haben, die sehen wir auch hier nochmal. Die gibt uns jetzt halt für diese Runde 2 Angriff und 2 Rüstung. Wir müssen das jetzt nicht verbrauchen. Wenn wir das nicht verbrauchen, in dem Fall bei der Karte, bleibt halt das für die nächste Runde übrig. Die Rüstung auf jeden Fall, aber der Angriff in dem Fall auch. Aber ich würde sagen, wir greifen ihn einfach direkt mal an. Man klickt hier einmal drauf und zieht quasi die Karte dorthin, wo man es haben möchte. Ist ganz cool. Und wir haben ihm jetzt 2 Schaden zugefügt. Er hat jetzt quasi nur noch 28. Und mit fertig können wir ihm dann die Runde übergeben. Das heißt, er spielt jetzt auch seine erste Runde, spielt einen Frostschock auf uns. Der macht 1 Schaden an uns und friert uns ein. Dieses Einfrieren ist, gibt es zum Beispiel auch beim Magier. Das ist dafür gut, dass quasi derjenige Charakter in der Runde sich nicht mehr aktiv bewegen kann. Man kann immer noch Karten ausspielen, das ist in dem Fall kein Problem. Aber würde ich mir jetzt hier mit Gestaltwandel, das ist unsere Heldenfähigkeit, da hat auch jeder Held eine eigene. Beim Druiden ist das eben der Gestaltwandel, der Magier hat da zum Beispiel so einen kleinen Feuerball, mit dem er jede Runde für 2 Mana einen Schaden machen kann, einen Schadenpunkt. Der Schamane kann zum Beispiel in jeder Runde ein zufälliges Totem auf das Spielfeld legen. Wenn ich jetzt hier Gestaltwandel nutzen würde, dann würde ich zwar eine Rüstung und einen Angriff bekommen, aber ich könnte quasi nicht angreifen, weil mein Held quasi eingefroren ist. Dementsprechend können wir aktuell nicht mehr machen, als eigentlich die Elfenbogenschützin spielen. Und das werde ich auch direkt mal machen. Und ihr seht das hier auch, was ich vorhin erwähnt hatte. Man kann jetzt ein Ziel auswählen. Der Gegner hat jetzt hier keine Minions, also quasi keine aktiven Charaktere auf dem Feld. Und dementsprechend greifen wir einfach mit der Bogenschützin einfach den Schamanen an und können unsere Runde beenden, weil wir jetzt nichts mehr machen können. Wir haben jetzt ein Mana nicht verbraucht, das ist kein Beinbruch. Man sollte gucken, dass man eventuell nach Möglichkeit seine Spielzüge immer so gestaltet, dass man halt effektiv sein Mana verbraucht, weil ansonsten ist das ein bisschen verschwendet. Man muss halt wirklich taktisch ein bisschen vorgehen. Wir haben jetzt 3 Mana, könnten ausspielen einen Silberrücken-Patriarchen, der hat einen Angriff, 4 Leben, also schon ordentlich was auf dem Buckel. Und als Spezialfähigkeit hat er Spott. Spott ist eine Fähigkeit, die den Gegner dazu zwingt, diesen Charakter hier anzugreifen. Das hat er jetzt zum Beispiel bei seinem Steinklauen-Totem auch. Der hat jetzt hier random quasi für 2 Mana letzte Runde einen Totem aufs Spielfeld gehauen. Der hat jetzt zum Beispiel auch Spott. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit der Elfenbogenschützin über diese Spott-Kreatur drüber springen. Ihr seht das, ich muss den Diener mit Spott angreifen. Also Spott ist ziemlich gut, um quasi alles auf dem Spielfeld und den Charakter zu schützen. Das kann man mit diversen Zauberkarten umgehen, aber das soll uns gerade erstmal nicht interessieren. Wenn wir jetzt mit einem Charakter einen anderen Charakter angreifen, dann fressen beide Schaden. Und zwar, wenn ich jetzt hier mit meiner Elfenbogenschützin das Steinklauen-Totem angreife, dann frisst das Steinklauen-Totem einen Schaden, weil unsere Elfenbogenschützin einen Schaden verursacht.
hätte jetzt dieses Steinklauen-Totem auch eine Angriffskraft, das ist jetzt in dem Fall null. Das ist halt wirklich nur dazu da, dass es ein Spott ist, also ein Taunt. Hätte jetzt hier, würde hier eine 1 stehen und wir würden mit unserer Elfenbogenschützin dieses Viech hier angreifen, dann würden wir ihm einen Schaden zufügen und er würde unserer Karte, unserem Charakter, mit dem wir angreifen, ebenfalls die Anzahl an Schaden, die er hier quasi als Schadenspunkte hat, zufügen. Das heißt, hätte das Viech jetzt hier 1-2, also einen Schaden und 2 Leben, und wir würden das angreifen, dann würde unsere Elfenbogenschützin sterben. Weil sie zwar einen Schaden verursacht, aber gleichzeitig auch einen Schaden frisst und sie hat halt nur einen Lebenspunkt. Deswegen würde sie quasi sterben. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir eben auch diesen Silberrücken-Patriarchen raushauen. Ich würde mal sagen, das machen wir auch. Aber da das Viech hier uns gegenüber keinen Schaden verursachen kann, weil es halt null Angriffspunkte hat, würde ich sagen, greife ich die auch direkt mal mit meiner Elfenbogenschützin an. Der kann eigentlich nichts machen. Der ist wirklich nur dazu da, um quasi als Spottviech zu dienen und quasi ihn hier hinten erstmal zu schützen, beziehungsweise alle anderen auch, die auf dem Feld sind. Ja, vom Schamanen kennen wir Hex, beziehungsweise das Froschen, das kennt man ja, wie gesagt. Also vieles ist einfach in der Anlehnung an WoW und man sollte auch vieles wiedererkennen. Für 3 Mana kann ein Schamane einen Charakter in ein 0-1-Viech mit Spott verwandeln. Das hat er jetzt hier gemacht. Wir sind ein Frosch, haben 0 Angriffskraft, 1 Leben. Dafür, dass das davor eine ziemlich coole Karte war. 1-4 war das, glaube ich, ne? Genau, der Silberrücken-Patriarch. Also er hat quasi aus einer 1-4-Karte eine 0-1-Karte gemacht. Wir können damit eigentlich nichts mehr anfangen. Außer, dass es halt unsere Elfenbogenschützin hier gerade noch quasi sichert, beziehungsweise schützt. Weil man kann die jetzt halt noch nicht direkt angreifen, weil halt hier noch eine Spottkarte auf dem Tisch liegt. Was ich jetzt machen werde, ist das Steinkrallentotem einmal kaputt machen. Und wir haben jetzt 4 Mana. Wir könnten uns einmal Gestalt wandeln. Dann seht ihr das auch. Wir kriegen einen Angriff und eine Rüstung dazu. Wir hatten eine Rüstung, haben jetzt 2 Rüstungen. Und mit diesem einen Angriffspunkt können wir jetzt quasi ihn angreifen. Der hat jetzt einen Schaden in die Fresse bekommen. Und die Rüstung bleibt, wie auch schon ganz am Anfang erwähnt. Und wir hätten jetzt noch 2 Mana, die wir benutzen können. Und ich würde sagen, da der Flusskrokilisk das Einzige ist, was wir raushauen können, machen wir das auch mal. Jetzt sind quasi diese beiden Charaktere durch diesen Taunt hier geschützt. Der ist jetzt zwar nicht unbedingt gefährlich, weil er halt nur ein Leben hat und der Gegner den quasi mit einem einfachen Skill oder sonst irgendwas schnell töten kann. Und dann stehen die beiden hier wieder offen, angegriffen zu werden. Aber erstmal, mit normalen Angriffen sind die beiden nicht zu erreichen. Das heißt, die sind safe. Beenden wir mal unsere Runde, mal gucken, was er jetzt macht. Ein Eiswind-Yeti, okay, eine 4-Mana-Karte. Sehr starkes Viech, also das ist eine der stärksten und beliebtesten Karten auch. Das kann zwar nicht viel, aber dafür, dass es nur 4 Mana kostet, hat das halt 4 Angriffskraft und 5 Leben. Also das ist schon ziemlich stark. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Dingens hier irgendwie kaputt bekommen. Was könnten wir denn jetzt machen? Wenn wir jetzt das Viech mit unserem Charakter angreifen, dann fressen wir 4 Schaden. Wir machen hier mit Gestaltwandel zwar einen Angriff drauf und haben dann insgesamt 3 Rüstungen, aber einen Schaden würde insgesamt noch durchkommen, weil 3 Rüstungen abzüglich von diesen 4 bleibt eben noch ein Schaden übrig, den wir beim Angriff quasi fressen würden. Wir würden also auf 29 Lebenspunkte fallen. Ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Da hat er schon eine richtig starke Karte ausgespielt. Jetzt können wir mal gucken, was wir machen können. Wir könnten die Nachtklinge benutzen. Eine 4-4-Karte mit einem Kampfschrei, die dem feindlichen Helden 3 Schaden zufügt. Das heißt, sobald wir diese Nachtklinge ausspielen, frisst er hier oben 3 Schaden automatisch. Und dann hätten wir auf dem Tisch bzw. auf dem Spielfeld eine 4-4-Karte. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ekelhaft. Ich würde sagen, ich greife weiterhin ihn an. Ich kann jetzt erstmal damit nicht sonderlich viel anfangen. Wenn ich jetzt meine 2 Charaktere hier reinknall, dann machen die zusammen 3 Schaden, aber werden beide sterben, weil der halt bei jedem Angriff, der auf ihn ausgeführt wird, auch 4 Schaden auf uns verursacht. Und die beiden hier haben 1 und 3 Leben, das heißt, die würden auf jeden Fall beide sterben. Ich muss gucken, dass ich in der nächsten Runde den Oger der Felsfäuste ausspiele. Oder eventuell den Held der Arena. Die haben beide 6 Angriffskraft und 5 Leben, das heißt, die würden einen Angriff auf ihn hier überleben, weil sie nur 4 Schaden fressen würden und quasi mit einem Angriff 6 Schaden machen würden. Ich werde jetzt einfach mit den 2 ihn hier noch angreifen. Das können wir machen, weil er keinen Taunt auf dem Tisch hat. Also quasi kein Dingens hier mit so einem Schild drumrum. Quasi das Viech, was eben alles auf sich zieht. Ich spiele jetzt noch den Flusskrokilisken aus, damit ich hier halt mein Mana größtmöglichst effektiv
benutze. Okay, jetzt hat er einen Goblin-Leibwächter rausgehauen. Das ist natürlich sehr übel. Das ist ein sehr, sehr guter Taunt auch. Und er verleiht einem befreundeten Charakter +3 Angriff für diesen Zug auf ihn hier. Okay. Die verliert er am Ende der Runde wieder, aber dadurch hat er jetzt unseren Taunt kaputt gemacht. Wir können jetzt selbstverständlich auch selber einen Taunt raushauen. Allerdings können wir eben nicht sonderlich viel mehr machen. Das ist ein bisschen doof. Ich könnte jetzt natürlich Gestaltwandel machen. Dann hätten wir 4 Rüstung, könnten ihn angreifen, würden nur einen Schaden fressen. Dann wäre er auf jeden Fall... Na gut, er würde nicht sterben. Wir machen damit nur einen Schaden. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Ich würde tatsächlich sagen, dass wir den Herr der Arena raushauen, weil dann haben wir auch einen Taunt auf dem Tisch und er kann uns da nicht angreifen. Ich kann jetzt, wie gesagt, die hier alle da reinhauen. Eventuell wäre das sogar eine gar nicht mal schlechte Idee, die 2 Flusskrokilisten auf ihn drauf zu knallen, weil er kann weiterhin 5 Schaden auf uns machen. Und bevor er die hier auf unseren Herr der Arena drauf knallt und er quasi auf... Ja, er würde sterben. Er würde definitiv sterben, weil er macht 5 Schaden und er hat 5 Leben. Damit hätten wir keinen Taunt mehr auf dem Tisch. In dem Fall lohnt es sich eventuell, dass wir mit den beiden ihn hier kaputt machen. Wir opfern die beiden zwar, aber dadurch hat er keinen Taunt mehr auf dem Tisch. Und wir können ihn wieder angreifen und in der nächsten Runde dann den Oger der Felsfäuste raushauen. Oder eventuell tatsächlich mit dem Herr der Arena ihn angreifen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, der Yeti, der ist gefährlich. Da hat er wirklich was Gutes auf den Tisch geknallt. Und jetzt hat er noch eine Verhexung. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber die Computer, ihr seht, das sind ein bisschen doof. Der braucht diese +3 Angriff überhaupt nicht in dieser Runde. Weil mein Viech nur ein Leben hatte. Das war jetzt quasi eine komplette Kartenverschwendung. Das hat sich für ihn absolut nicht gelohnt. Jetzt haben wir hier allerdings wirklich ein Problem. Ich kann natürlich jetzt einen Kernhund raushauen. Das Ding hat 9 Angriffskraft und 5 Leben. Das heißt, er würde ihn... erstmal nicht kaputt kriegen. Wir haben sogar 2 Kernhunde. Aber ich habe halt aktuell keinen Taunt. Das heißt, er wird uns in der nächsten Runde angreifen. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, auf jeden Fall. Da muss ich jetzt gut überlegen, was ich mache. In einem echten Spiel wäre das jetzt sicher nicht ganz so cool. Wie machen wir das? Also ich kann diesen Taunt auf jeden Fall kaputt machen. In dieser Runde. Ich würde sagen, das mache ich sogar. Ich habe jetzt wieder die Heldenfähigkeit benutzt, habe eine Angriffskraft und da er nur noch ein Leben hat, können wir ihn damit kaputt machen. Und ich kann eventuell noch die Nachtklinge raushauen. Tatsächlich. Machen wir 3 Schaden auf ihn. Der wird wahrscheinlich jetzt ihn hier angreifen, weil der Computer ist ein bisschen doof. Ein normaler Spieler würde sich eventuell noch ein bisschen mehr überlegen, was er macht, dass er eventuell doch mich angreift, um mein Schild runterzubekommen. Und jetzt hat er wieder eine Spottkarte rausgehauen. Auch eine der besten Spottkarten im Spiel. Für 4 Mana kriegt man einen 3-5 mit Spott. Also der Schildmeister, der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und jetzt hat er hier auch noch einen Spott bekommen. Das ist nicht cool. Womit hat er das denn gemacht? Mit Heilung der Ahnen, okay. Das ist jetzt in der Tat ein wenig ärgerlich, Freunde. Jetzt hat er nämlich 7 Schadenspunkte auf dem Tisch. Ich kann gerade nicht allzu viel machen. Die Dunkelschuppenheilerin, die bringt uns nicht so viel. Ist zwar ein guter Charakter für 5 Mana, hat 4 Angriffskraft und 5 Leben. Allerdings der Kampfschreiter würde uns nichts bringen, weil der bei allen befreundeten Charakteren 2 Schadenspunkte wiederherstellt. Bringt uns erstmal nichts. Ich würde sagen, 8 Mana haben wir. Sollen wir den Oger der Felsfäuste raushauen? Der würde auf jeden Fall die beiden, falls er mit den beiden ihn hier angreift, töten. Weil er halt 6 Angriffskraft hat. Und die beiden haben jeweils 5 Leben. Er würde dabei zwar auch sterben mit seinen 7 Leben, weil der eben insgesamt auch 7 Schaden machen kann. Aber ich glaube, da ich keinen Taunt habe, ist das definitiv besser. Mit ihr werde ich nichts machen, weil ich sie jetzt nicht opfern möchte. Wenn ich sie jetzt irgendwo draufknall, dann wird sie auf jeden Fall sterben. In so einem Fall ist es teilweise besser, wenn man den Gegner erstmal angreifen lässt. Mit ihm hier werde ich eventuell auch nicht angreifen. Weil ich dann halt auch meine Rüstung verlieren würde. Wir machen einfach mal die nächste Runde. Mal gucken, was noch kommt. Okay, das ist gefährlich. Wenn ich jetzt hier gegen den Computer verliere, dann wäre das definitiv ein bisschen doof. Der haut hier gerade alles raus, was es gibt. Das ist gar nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Gut, 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 gut. Wenn er jetzt noch mit seinem Schildmeister noch draufgegangen wäre, dann wäre das cool gewesen. Aber hat er nicht gemacht. Ich kann eventuell... Na, das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich kann zwar dann in der Runde nicht mehr sonderlich viel machen.
Oder sollte ich einen Kernhund raushauen? Der hat halt auch nur... Das Blöde ist, wenn ich jetzt ihn nicht heile... das bringt eigentlich auch nichts, ne? Weil sterben wird er auf jeden Fall, sobald er irgendwie angegriffen wird. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Das heißt, sogar wenn das Totem mich angreift, würde ich sterben. Was er wahrscheinlich auch machen wird, nämlich das Totem zu opfern, weil dann hat er hier noch 10 Schadenspunkte, die er auf mich draufknallen kann. Das ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. Ich würde sagen, ich hau den Kernhund raus und benutze nochmal mein Gestaltwandeln, dass ich nochmal einen Rüstungspunkt bekomme. Ich werde jetzt wieder nicht angreifen, weil ich keinen Bock habe, meine Rüstung dafür zu verschwenden. Genau, das war jetzt genau das, was ich gesagt hatte. Er hat sein Totem geopfert. Das wird hier langsam kritisch, Freunde. Das wird hier definitiv kritisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch gewinnen kann. Ich habe nicht mehr so viele Charaktere auf der Hand. Das ist das Problem. Was machen wir? Was machen wir? Meine Gestaltwandelfähigkeit macht halt nur einen Schaden. Ich könnte jetzt wieder einen Kernhund raushauen und mit dem auf jeden Fall in der nächsten Runde den Schildmeister kaputt machen. Aber wir haben dann halt hier noch den Eiswind-Yeti. Das ist ein bisschen gefährlich. Man kann übrigens mit diversen Zaubern über diese Taunts drüber schießen. Hatte ich ja schon gesagt, mit Zaubersprüchen. Zum Beispiel dem Feuerball vom Magier oder eben mit dem Kampfschrei hier. Kann man quasi hier drüber hinwegschießen. Das habe ich jetzt gemacht, um ihm einen Schaden reinzudrücken. Weiß nicht, ob das so klug war. Werden wir sehen. Ich hole mir jetzt einfach wieder ein bisschen Rüstung, falls er mich angreift, dass ich da eben überlebe. Okay, er hat sich selber getötet, alles klar. Aber die irre Raketenschützin, das ist eine starke Karte. Das ist wirklich eine starke Karte. Ich glaube nicht, dass ich das hier noch gewinne. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte nicht gedacht, dass der Schamane mir solche Probleme macht. 10 Mana-Punkte haben wir. Was können wir machen? Einmal so. Wir könnten... Nee, den kann ich nicht angreifen. Greifen wir ihn mal an. Irgendwas muss ich machen, also das ist aktuell ein bisschen problematisch. Ich könnte natürlich ihn hier angreifen, dann ist er schon mal weg. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich fresse dadurch zwar einen Schaden, aber man muss das halt so ein bisschen abwägen, wie man das genau macht. Und er greift uns jetzt halt wirklich mit allem an, was er hat und hat nochmal einen Wolfsreiter mit Ansturm. Das heißt, der kann, sobald die Karte gelegt ist, direkt damit angreifen. Sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Aber er opfert sich gerade komplett selber. Das ist irgendwo vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Okay, er haltet 2 Mana-Kristalle nur für diesen Zug. Ich glaube, die 10 kann man eh nicht überschreiten. Anregen ist dementsprechend nur im Early Game einigermaßen nützlich. Ich werde jetzt mal ein bisschen Leben regenerieren. Und eigentlich kann ich mich auch selber nochmal heilen, ne? Für 8. Auch eine sehr übertrieben starke Karte. Für 3 Mana 8 Leben wiederherstellen. Ich würde sagen, dass wir ihn wegknallen. Wahrscheinlich wird jetzt der Ogre der Felsfäuste in der nächsten Runde sterben, wenn er mich angreift. Allerdings sollte er dann auch sterben. Wir könnten das tatsächlich noch schaffen, Freunde. Wir könnten das tatsächlich noch schaffen. Dadurch, dass er jetzt keinen Taunt mehr hat, werde ich direkt auf ihn draufgehen, damit wir ihn da runterbekommen. Ihn wollte ich nicht angreifen, weil ich dann 4 Schaden fressen würde. Jetzt hat der hier wahrscheinlich Windzorn drauf. Ja, Windzorn kann man nämlich 2-mal pro Runde angreifen. Aber jetzt hat er den auch geopfert, okay. Ich denke, jetzt sind wir wieder in einer guten Verfassung. Der kann jetzt damit erstmal nicht sonderlich viel anfangen. Verleiht einem Diener Spott und 2-2. Okay, ich würde sagen, das geben wir ihr direkt mal. Dadurch hat sie 6-7 und hat quasi noch einen Taunt dazu. Ich würde sagen, das sieht gar nicht so übel aus, Freunde. Wir gehen direkt auf ihn drauf. Wir könnten das tatsächlich noch gewinnen. Das mit dem Taunt hier war jetzt wirklich sehr, sehr stark. Aber jetzt hat er selber ein Taunt-Totem. Aber er hat halt keinerlei Angriffskraft mehr auf dem Tisch. Stellt bei allen befreundeten Charakteren wieder Leben her. Das machen wir natürlich. In der Runde können wir nicht gewinnen, aber in der nächsten. Wir können jetzt 7 Schaden machen in der Runde. Oh, können wir gar nicht, weil er ja ein Taunt auf dem Tisch hat. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber der Taunt ist tot und wir können ihn mit unserer Klassenfertigkeit angreifen. In der nächsten Runde ist er auf jeden Fall tot. Na, wobei, jetzt hat er noch 8 Leben. Doch, in der nächsten Runde ist er tot, weil wir dann 10 Schaden machen können.
Ja, damit haben wir das hier gewonnen. Definitiv. Euer Zug verleiht einem Diener Spott und 2-2. Einfach weil wir es können, mache ich das jetzt auch nochmal mit ihr. Dann hat sie nämlich auch 6-7. Würde sagen, einmal hau ich drauf. Bäm. Und dann haben wir noch zweimal 6 Schaden zur Verfügung. Und da er keinen Taunt hat, einfach drauf. Bäm und bäm. Und dann haben wir das tatsächlich gewonnen. Hätte ich nicht mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Weil ich da anfangs schon ein bisschen Mist gebaut habe. Man kriegt jedes Mal, wenn man gewinnt und auch verliert, Erfahrungspunkte. In dem Fall haben wir fast sogar 2 Level auf einmal gemacht. Level 2 erreicht, fast Level 3. Und haben 2 neue Karten bekommen. Sternenfeuer verursacht 5 Schaden und zieht eine Karte. Sehr starke Karte auf jeden Fall. 6 Mana ist zwar eine Menge, aber diese 5 Schaden plus der Card Draw, die können auf jeden Fall ja das Spiel nochmal drehen. Definitiv. Wenn er zum Beispiel eine starke Karte auf dem Tisch liegen hat mit 5 Leben, dann können wir damit Sternenfeuer draufknallen und dann eben noch eine Karte ziehen, die uns eventuell dann noch eine Möglichkeit gibt, für 4 Mana irgendwas zu machen, wenn die Karte sinnvoll ist. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch eine Runde spielen soll. Also die Hearthstone-Folgen werden generell ein bisschen länger werden. Ich denke 30 bis 40 Minuten, weil die erstens sehr schnell zu rendern sind und zweitens ja auch in der Dateigröße eigentlich sehr, sehr winzig sind und ich die dementsprechend sehr schnell hoch spielen kann. Was wir noch machen könnten, und zwar, ich hatte ja gesagt, dass wir für Siege im normalen Spielmodus, also gegen menschliche Gegner, Gold bekommen. Für alle 3 Siege 10 Gold und eben, wenn man Quests abschließt, entsprechend die Anzahl an Gold, die hier stehen. Zum Beispiel würden wir jetzt 2 Siege mit einem Schurken im normalen Spielmodus schaffen, dann würden wir quasi 40 Gold dazu bekommen. Dieses Gold ist wie gesagt dazu da, einmal im Shop sich Boosterpackungen zu kaufen und zweitens in der Arena quasi sich den Zugang zu erkaufen. Die Arena ist quasi ein Ort, wo man sich random Decks zusammenstellt. Das heißt, man hat jedes Mal, wenn man die Arena betritt, 3 Charakterklassen zur Auswahl, wählt eine aus und dann muss man aus 30 mal 3 Karten jedes Mal eine auswählen und insgesamt dann quasi auf 30 Karten kommen. Das heißt, das Spiel gibt einem 30 mal hintereinander 3 Karten vor und man sucht sich da quasi dann jedes Mal eine von diesen 3 Karten aus, bis man halt 30 Karten hat und stellt sich quasi mehr oder weniger zufällig, je nachdem, was das Spiel einem halt anbietet, das sind manchmal gute Karten, manchmal schlechte Karten, stellt man sich so ein 30er-Deck zusammen und spielt dann eben damit so lange, bis man entweder 9-mal gewonnen hat, oder 9-mal? Ich glaube 9-mal, oder 3-mal verloren hat. Das heißt, entweder kann man 9-mal gewinnen, das ist quasi das Maximum, oder man verliert 3-mal, dann ist der Arena-Run vorzeitig beendet. In diesen Arena-Runs, je nachdem wie viel Siege man geschafft hat, kriegt man natürlich am Ende auch eine Belohnung. Das ist unter anderem Gold oder unter anderem auch diese Booster-Packs. Und der Arena-Zugang, der ist jetzt beim ersten Mal, weil ich auch noch nie Arena gespielt habe, beim ersten Mal kostenlos. Ab dem zweiten Mal muss man 150 Gold zahlen, dass man quasi einmal so einen Arena-Run machen kann, bis 9 Siege oder 3 quasi Loses. Oder 1,79 Euro, glaube ich, Echtgeld zahlen. Das heißt, das ist schon, da muss man sich das schon überlegen, ob man da wirklich 2 Euro dafür zahlen will, dass man einmal Arena spielen kann. Auf jeden Fall kann man eben auch sein Gold dafür benutzen. 150 Gold kostet so ein Arena-Run. Ich werde Arena definitiv irgendwann mal machen, aber ich spiele einfach noch viel zu kurz dieses Spiel. Dementsprechend werde ich das nicht machen. Also wie gesagt, Gold ist dazu da, um in der Arena zu spielen, beziehungsweise sich im Shop Booster-Packs zu kaufen. Ein Booster-Pack, 100 Gold. Ich habe jetzt schon mal 2 Booster-Packs mir geholt, beziehungsweise halt für diese Aufnahmesession so lange gewartet, dass ich halt 2 Booster-Packs habe, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Ich würde sagen, dass ich das in der Folge noch mache. Wir öffnen mal die 2 Packungen, die wir haben. Das ist immer ein bisschen spannend. Also das kennt ihr sicher auch, wenn ihr irgendwie selber mal Sammelkarten gesammelt habt. Das Aufmachen dieser Booster-Packs ist teilweise sogar noch lustiger als ja selber zu spielen. Einfach dieser Zufallsfaktor. Kriege ich jetzt eine richtig geile Karte? Ist da noch irgendwas mit dabei, was richtig wertvoll ist? Oder nicht? Und das können wir jetzt halt in Hearthstone auch machen. Da packt man sich hier so einmal sein Booster-Pack und dann ist das hier wunderschön animiert. Legt man das einmal in die Mitte. Dann wird das aufgemacht und dann hat man hier 5 Karten. Wenn man hier einmal über die Karten geht, dann sieht man bei manchen so einen Schein. Bei dem hier ist das ein blauer Schein. Es ist so, in den Booster-Packs gibt es immer auf jeden Fall eine Karte, mindestens, die besonders ist. Das ist jetzt in dem Fall diese hier, weil sie halt auch leuchtet. Das heißt, das ist eine Rare-Karte. Die werden wir als letztes mal aufmachen. Der Rest, die anderen 4 sind Standardkarten. Aber das sind halt teilweise wirklich nur Karten, die es in den Booster-Packs gibt.
Einmal Flammenwichtel für einen Hexenmeister, okay, fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Diese Karte verstehe ich bis heute nicht. Das ist zwar für einen Mana eine richtig starke Karte, aber der Hexenmeister frisst irgendwie gerne selber Schaden. Der hat auch als Klassenfertigkeit, dass er sich selber 2 Schaden zufügt, aber dafür eine Karte ziehen kann. Hexenmeister, Adalas. Also wer WoW gespielt hat, kennt Hexenmeister, sind starke Charaktere, aber die sind so ein bisschen masochistisch veranlagt. Mal gucken, Blutwichtel. Okay, nochmal was für ein Hexenmeister. Verstohlenheit. Verstohlenheit als Sonderfertigkeit heißt, dass dieser Charakter nicht sofort angegriffen werden kann. Das heißt, der ist erstmal verstohlen, der kann nicht irgendwie als Ziel gewählt werden von irgendwas, bis er halt selber mal angreift und dadurch die Verstohlenheit verliert. Eure anderen Diener haben +1 Leben. Der bufft halt noch alle anderen Charaktere, die auf dem Tisch drauf liegen. Lohnt sich definitiv für einen Mana. Ein Buff, ein Leben für alle anderen Charaktere auf dem Tisch. Ist auf jeden Fall geil. Vor allem, weil er halt nicht angegriffen werden kann. Dadurch, dass er Verstohlenheit hat. Was haben wir noch? Macht der Wildnis für den Druiden. Wählt aus, verleiht euren Dienern +1/+1. Also +1 Angriff und +1 Leben. Und zwar allen, so wie das aussieht, verleiht euren Dienern +1/+1. Tatsächlich. Das heißt, alle Diener, die man auf dem Tisch hat, kriegen einen Angriffspunkt und ein Leben dazu. Oder man ruft einen Panther mit 3-2, also mit 3 Angriff und 2 Leben. Das ist auch eine ziemlich coole Karte für 2 Mana, definitiv. Ein 3-2 für 2 Mana ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wieder ein Blutwichtel, okay. Warum ist denn hier so viel für einen Hexenmeister drin? Das ist ja sehr unnice random, sagen wir mal. Machen wir mal die seltene Karte auf. Dunkler Wahnsinn für den Priester. Übernimmt bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Auch eine coole Karte, definitiv. Habe ich persönlich, glaube ich, noch nicht. Ich habe ja schon sehr oft Priester gespielt. Das heißt, 4 normale Karten haben wir bekommen und eine seltene. Machen wir das zweite Booster-Pack, was ich aufgehoben habe, auch noch auf. Da haben wir eine seltene, da haben wir noch eine seltene. Okay, sonst nichts. Dann machen wir die 3 normalen mal auf. Aasfressende Hyäne. Erhält jedes Mal +2/+1, wenn ein befreundetes Wildtier stirbt. Für einen Jäger, alles klar. Dann haben wir einmal für alle Klassen den fleischfressenden Ghoul. Davon habe ich schon einige. Erhält jedes Mal +1 Angriff, wenn ein Diener stirbt. Das ist gut, dass wir so eine Karte bekommen haben. Ich werde euch nämlich gleich noch was zeigen, was es in dem Spiel gibt. Nämlich, man kann von jeder Karte immer nur 2 Stück haben. Beziehungsweise in ein Deck einbauen. Das heißt, hat man von einer Karte 3 oder mehr, dann sind diese zusätzlichen Karten absolut nutzlos. Damit das quasi nicht umsonst ist, weil man zahlt ja teilweise sogar echtes Geld dafür, dass man diese Booster-Packs kauft. Also kann man zumindest machen. Muss man nicht, aber wer das Geld dazu hat, kann sich diese Booster-Packs eben auch kaufen wie im Laden, aber halt virtuell. Und man kann diese Karten, die man zu viel hat, entzaubern. Dadurch kriegt man Staub. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Und mit diesem Staub kann man selber Karten erstellen. Also das lohnt sich schon. Wenn man ein paar Karten zu viel hat, dann kann man diese Karten entzaubern und eben durch den Staub, den man dadurch bekommt, sich Karten herstellen, die man halt noch nicht hat. Ist auf jeden Fall nützlich. Und schon wieder ein fleischfressenden Ghoul. Warum gibt es denn hier in den Booster-Packs heute so viele gleiche Karten? Unglaublich. Eine Monstrosität ist auch eine coole Karte, auf jeden Fall. Hat Spott, das heißt, die Karte muss angegriffen werden, bevor der Gegner die Karten angreifen kann, die sich quasi hinter dieser Spottkarte verstecken. Und Todesröcheln. Todesröcheln bedeutet, dass das hier hinten ausgeführt wird, wenn diese Karte stirbt. Das ist in dem Fall, fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Das heißt, es wird im Prinzip dem gesamten Spieltisch 2 Schaden zugefügt. Das heißt, der gegnerische Held kassiert 2 Punkte, wir kassieren 2 Punkte, also unser Held, und alle Viecher auf dem Tisch kassieren 2 Punkte, sobald dieses Viech hier stirbt. Ist je nach Situation auf jeden Fall eine mächtige Karte und kann das Spiel definitiv drehen, wenn der Gegner da unvorsichtig ist und zum Beispiel noch viele Charaktere hat mit 2 Leben und diese Karte hier umbringt, dann schaufelt er sich quasi sein eigenes Grab. Kann auf jeden Fall ein Spiel entscheiden. Für 5 Mana eine 4-4 mit Taunt und eben diesen Todesröcheln. Ist eine sehr, sehr coole Karte auf jeden Fall. Und Teufelswache. Oh, für einen Hexenmeister. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Das ist so ein Dämon für einen Hexenmeister. Mit Spott. Sehr geil auf jeden Fall. Und Kampfschrei zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Ja, wie gesagt, Hexenmeister. Definitiv ein bisschen masochistisch veranlagt. Dementsprechend, man macht sich quasi immer so ein bisschen selber kaputt, wenn man mit dem Hexenmeister irgendwas macht. Alles klar. Ein paar coole Karten haben wir auf jeden Fall bekommen. Dann zeige ich euch das nochmal mit dem Entzaubern. Ich habe das jetzt auch noch ein bisschen aufgehoben. Und zwar gehen wir hier unten dafür auf meine Sammlung, wo wir dann auch alle Karten sehen, die wir schon haben. Also wir können hier auch durchblättern. Zum Beispiel bei den Magier habe ich jetzt schon 3 Seiten an Karten.
Oder hier beim Schurken habe ich ein paar neue Karten bekommen, die ich aus anderen Booster Packs schon aufgemacht habe. Hier sieht man quasi schon alles, was man hat. Und es gibt eben noch diesen Herstellmodus, was ich vorhin erwähnt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel überzählige Karten. Da können wir einmal draufklicken. Ich habe jetzt... Kann ich das hier irgendwie... Hallo? Das Spiel ist noch ein bisschen buggy. Das ist ja auch noch in der Beta. Da verschwinden teilweise gewisse Sachen nicht. Es bleibt zum Beispiel auch mal eine Karte auf dem Tisch liegen, optisch, obwohl sie eigentlich weg ist. Also das Spiel hat auf jeden Fall noch ein paar kleinere Bugs. Also ich habe auf jeden Fall noch einige überzählige Karten. Ich habe eine Karte, eine legendäre Karte zu viel. Das müsste Onyxia sein. Da gucke ich jetzt gleich mal. Hier unten kann man übrigens suchen. Soweit ich weiß, war das Onyxia, ne? Onyxia. Nee, so natürlich nicht. Onyxia. Genau, die habe ich zweimal. Diese legendären Karten kann man aber nur einmal in ein Deck verbauen. Das heißt, die zweite legendäre Karte ist im Prinzip für ein Popo. Die kann man nicht benutzen. Deswegen kann man die entzaubern. Gehen wir wieder in den Herstellmodus. Und die Funktion hier, die entzaubert halt alle Karten, die überschüssig sind. Ist ganz nützlich, weil in dem Fall habe ich jetzt 24, 25, 26 Karten, die ich händisch sonst raussuchen müsste. Und halt quasi einzeln entzaubern müsste. Für legendäre Karten, wenn man sie entzaubert, gibt es 400 von diesem Staub. Das ist richtig, richtig viel, definitiv. Es ist aber generell so, dass man zum Herstellen einer bestimmten Kartenart immer viermal so viel Staub braucht, wie man quasi rausbekommt, wenn man sie entzaubert. Das heißt, wenn wir Onyxia herstellen wollen würden, müssten wir 1600 von dem Staub bezahlen. Das ist aktuell utopisch, aber je nachdem, wie lange man spielt, sammelt sich hier halt auch ordentlich Staub an. Und ja, man kann sich da mit der Zeit definitiv gute Karten herstellen. Ich werde das jetzt alles mal entzaubern, weil, wie gesagt, diese 24, 26 Karten sind absolut unnütz für mich. Entweder, weil ich eine dieser Karten drei oder mehrfach habe oder eben bei den legendären Karten zweimal oder mehr als zweimal. Das heißt, ich kann mit den Karten nichts anfangen. Wir entzaubern das mal. Damit haben wir jetzt ganz viel Staub bekommen, haben inzwischen 710. Und was ich machen wollte, und das kann ich auch direkt hier im Video machen, nämlich, ich habe für meinen Magier noch keinen Pyroschlag. Pyroschlag, eine sehr, sehr mächtige Karte. Die ist für 10 Mana, da können wir direkt mal... Hoppala. Habe ich das jetzt irgendwie verpennt? Ach, für 8 Mana ist das, okay. Die verursacht nämlich 10 Schaden. Und als Magier ist es sinnvoll, in seinem Deck plus Zauberschadenkarten dabei zu haben. Das heißt, wenn man eine Karte auf dem Tisch hat mit plus 1 Zauberschaden und diese Karte, während man Pyroschlag zaubert, quasi noch lebt, dann macht Pyroschlag nicht 10, sondern 11 Schaden. Und Pyroschlag... Einfach eine Bombenkarte und wir können ja mal gucken, fürs Herstellen brauchen wir 400 Staub, ist sehr, sehr teuer, ist definitiv sehr, sehr teuer. Muss ich mir jetzt gut überlegen, ob ich das mache? Muss ich mir definitiv gut überlegen, ob ich das mache? Ich könnte mir natürlich auch eine Karte für den Priester machen, da müsste ich jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Prophet Wellen, okay. Die können wir nicht herstellen. 1600 Mana würde das kosten. Okay, das ist natürlich eine legendäre Karte. Alles klar, die ist immer ein bisschen teurer. Wie gesagt, 400 zum beim Entzaubern und 1600 fürs Verzaubern. Beziehungsweise fürs Herstellen. Immer viermal mehr. Heiliges Feuer, Lichtbrut. Ich würde sagen, dass wir uns hier so einen Pyroschlag herstellen. Gibt es denn hier noch irgendeine Karte, die ich eventuell haben wollen würde? Blizzard ist auch eine sehr, sehr geile Karte. Definitiv. Was würde die kosten? 100 würde die nur kosten, okay. Würde ich sagen, stellen wir einmal einen Pyroschlag her für meinen Magier. Damit haben wir jetzt quasi eine Pyroschlagkarte bekommen. Bam. Und ich muss ehrlich sagen, diese Bilder, die auf den Karten drauf sind, die sehen richtig, richtig gut aus. Also da hat Blizzard sich schon wirklich Mühe gegeben. Es gibt von jeder Karte übrigens auch noch eine goldene Variante, wo das Bild hier oben animiert ist. Das kann ich euch vielleicht zeigen. Mal gucken, wo habe ich denn hier eine goldene Karte? Zum Beispiel hier Eisbarriere. Ihr seht das schon. Das ist eine goldene Karte. Das ist quasi eine besondere Art von der Eisbarriere. Sie macht nichts anderes, außer dass sie halt besser aussieht und eben das hier animiert ist. Im Gegensatz zu der Eisbarriere, die eben nicht animiert ist. Diese goldenen Karten, wenn man die entzaubert, die geben deutlich mehr. Hier 50 Staub würde die uns bringen. Die normale gibt uns nur 5. Also die geben quasi 10-mal mehr Staub zurück, als wenn man die normale Karte entzaubert. Wenn man nicht unbedingt auf Bling Bling und Animation steht, dann lohnt es sich sicher, die goldenen Karten zu entzaubern. Das gibt ordentlich Staub und mit denen kann man sich dann halt Karten quasi craften, die man noch nicht hat. Man kann sich jederzeit Karten quasi durch die Booster Packs wieder reinholen. Aber das ist halt wirklich zufällig und dementsprechend
kommt das halt immer drauf an, wie man das Spiel für sich gestalten möchte. Wenn man die Zeit hat, Ewigkeiten zu zocken und das Gold zu farmen und sich dann die Boosterpacks zu holen oder eben selber sehr viel Geld hat und sich das die Boosterpacks für echtes Geld holt, dann kann man sich das natürlich sparen. Aber es ist für manche Leute sicher sinnvoll, diese goldenen Karten zu entzaubern. Dadurch kriegt man ordentlich Staub zurück, womit man dann halt normale Karten erstellen kann. Ja, das ist es soweit erstmal zum Herstellmodus. Man kann sich hier auch neue Decks erstellen. Man wählt sich dafür einfach irgendeine Klasse aus, zum Beispiel Magier. Das kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, dass wir das halt einfach mal alles in dieser ersten Folge haben. Quasi so ein How-To-Video, wo wir dann ab der zweiten Folge einfach komplett durchstarten können. Man wählt sich hier halt alle Karten aus. Man hat ja einmal seine Magierkarten in dem Fall. Hier unten sieht man, wie oft man diese Karte hat. Und so oft kann man sie dann auch reintun, also maximal zweimal. Ich hatte das ja schon gesagt, wenn man mehr als zwei Karten hat eines gleichen Typs, dann bringen die dritte, vierte, fünfte, sechste überhaupt nichts. Und man wählt hier halt zum Beispiel Karten aus, man kann hier einmal Feuerball reinziehen, zweimal Feuerball und dann steht hier auch schon maximal zwei pro Deck. Hier seht ihr dann auch, dass das hier wirklich gesperrt ist. Das heißt, hätte ich noch einen dritten Feuerball, dann könnte ich damit nichts anderes machen, als es zu entzaubern und mich über den Staub zu freuen, der da rauskommt. Ja, wir können jetzt hier einfach mal random irgendwas anklicken. Das ist jetzt komplett egal, was wir da jetzt wählen. Ihr könnt ja wie gesagt durch die Seiten gehen. Ihr könnt hier unten zum Beispiel auch, wenn ihr Spottkarten sucht, Karten mit Spott einfach in der Suche was eingeben, dann werden die euch hier angezeigt, dass das quasi ein bisschen einfacher ist. Wir können hier jetzt quasi alles reinpacken, bis wir 30 Karten haben. Und das werde ich jetzt einfach mal beispielhaft machen. So, 28, 29, 30. Hier oben können wir dem Ganzen noch einen Namen geben. Wir sagen jetzt einfach mal Crap dazu, weil es ist ein Crap, weil ich habe absolut nicht geschaut, was sie da reingepackt haben. Damit haben wir das Deck erstellt und dieses Deck können wir dann in allen Modi benutzen. Einmal im Spielmodi, wenn man gegen echte Menschen spielt. Normal, wenn ihr euch noch keine Decks erstellt habt, seht ihr dieses Fenster. Sobald ihr euch mindestens ein Deck erstellt habt, kommt halt dieses Fenster mit den selbst erstellten Decks erstmal. Und hier kann man das dann auswählen, kann man auf Spielen klicken und dann wird halt random irgendwas ausgesucht. Das dauert meistens so 20 bis 30 Sekunden, bis ein Gegner gefunden worden ist und dann kämpft man eben mit dem selbst erstellten Deck oder eben mit dem Deck, was man quasi sich im Übenmodus so ein bisschen zusammengestellt hat, was halt hauptsächlich Standardkarten enthält, Basiskarten. Ja, tritt man dann halt gegen andere Mitspieler an und man kriegt halt jedes Mal Erfahrungspunkte und halt entsprechend dann auch Karten freigeschaltet. Im späteren Spielverlauf sind das hauptsächlich eigentlich nur Goldkarten. Das heißt, die optisch einfach nur ein bisschen besser aussehen, aber sonst keinen Sinn haben. Aber wie gesagt, man kriegt Erfahrungspunkte und eben auch Gold, wenn man gegen echte Menschen gewinnt und mit diesem Gold kann man dann eben in der Arena antreten und je nachdem, wie man dort abschneidet, kriegt man dort halt auch Booster-Packs, Gold, Staub, wie auch immer. Werden wir auf jeden Fall alles noch machen in dieser Reihe. Wir haben jetzt 42 Minuten, nicht schlecht und ich hoffe, ihr schaut hier weiterhin rein. Mir macht das Spiel aktuell auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr angenehm, weil man zwischen dem Lernen auch einfach mal ein, zwei Runden reinschieben kann. Eine Runde dauert 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut man halt mit dem Gegner klarkommt und ob man auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Wenn einer dominiert, kann das Spiel auch nach 5 Minuten rum sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, das ist nett, einfach zwischendurch mal ein, zwei Runden zu spielen. Das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Dementsprechend werde ich das auch auf dem Kanal machen und das auch hochladen. Und auch mal ein bisschen was erklären zu vielleicht ein bisschen klügeren Spielzügen, weil das Glück ist zwar in dem Spiel auch bedeutend, das heißt, je nachdem, wie man halt Karten aus seinem Deck rausbekommt, kann das Spiel besser oder schlechter laufen, aber man kann auch mit Taktik noch sehr, sehr viel wettmachen, was bei dem Kartenglück fehlt. Dementsprechend, also es ist sehr viel Taktik in dem Spiel vorhanden, deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant und freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen. Ich hoffe, ihr auch und ich würde sagen, wir sehen uns. Ich weiß gar nicht, wann ich die nächste Folge hochlade. Das ist jetzt mal so die erste Folge. Mal gucken, wie so die Resonanz dazu ist. Und ja, ich denke, zwei, drei, vier Tagen wird, denke ich mal, ein neues Video rauskommen hierzu. Mit zwei, drei normalen Kämpfen. Ich denke, so halbstündige Videos werde ich raushauen bei Hearthstone. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Spiel auskannten, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen nahe bringen, wie das Spiel funktioniert. Man kommt sehr schnell ins Spiel rein. Das ist so ein typisches Spiel. Easy to learn, hard to master. Also einfach zu lernen, aber sehr schwierig, um das Spiel zu meistern. Und ich denke, wir werden zusammen sehr viel Spaß damit haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!